Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Blood Teil 21. Ja, wir sind mittlerweile auf dem Friedhof und es klang eigentlich fast so, als der Christoffsen hat uns hier hingeschickt, um tatsächlich Dragor schon zu besiegen, ihn zu verbannen. Das kommt mir ein bisschen früh vor, eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Ich meine, wir haben 3 von 4... Upgrades. Ein Upgrade fehlt auf jeden Fall noch. Hier bei unserer Sammlung fehlt noch richtig viel. Kann natürlich sein, dass ich hier ganz viel übersehen habe. Aber so viel, dass ich nur die Hälfte habe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das schon demnächst vorbei ist. Lass uns aber überlegen sollten, ob wir, nachdem wir das hier mit dem Friedhof gemacht haben, mal eine Weile bisschen nebenquestmäßig unterwegs sind. Da ein bisschen was machen. Uns ein bisschen in der Stadt und überall umschauen. Weil wir haben tatsächlich auch noch mindestens 2 von diesen Pillars, die wir noch nicht gelöst haben. Und ich weiß nicht mal mehr genau, wo sie sind, aber ich glaube, da müssen wir uns auf jeden Fall... Sollten wir noch ein bisschen Zeit darauf aufwenden, weil wir haben immer noch 5 Herzen. Und ich finde, das könnte langsam mehr sein. Tatsächlich wundert mich, wir haben das ja in der letzten Folge noch gekauft, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Also ist wohl tatsächlich so. Aber es stand doch Speichern dran jetzt gerade rechts unten. Komisch. Tja, sieht nach Regen aus. So, diese neuen Gegner, die sind halt gar nicht gefährlich. Das finde ich in dem Spiel ganz interessant. Bei so ziemlich allen anderen Spielen, die ich so in der Art spiele, kommen eigentlich später immer härtere Gegner. Aber hier ist es, finde ich, gar nicht so. Okay, hier ist zu. Was wir auf jeden Fall mal aufmachen, ist das hier. Das konnten wir beim letzten Mal nicht... Also das sind wir auf jeden Fall schon mal runter. Das konnten wir aber noch nicht freischalten. Das müsste jetzt aber gehen, weil jetzt haben wir einen Enderhaken. Und ja, wir haben es auf jeden Fall noch nicht freigeschaltet. Sonst müssten wir nicht mehr durch den Gang hier. Ich frage mich, ob uns das einfach ein bisschen mehr Range bringt, diese Runen-Upgrades. Ja, die sind echt ein... Bisschen uncool. Da hätte ich mir irgendwie mehr erhofft, dass wir coole Moves noch neu lernen. Ich meine, es sieht cool aus. Da will ich mich nicht beschweren, aber das ist halt irgendwie genau das Gleiche. Zack, zack. Hier ist es halt ein Tritt. Da ist es halt der Schläger. Da ist jetzt dieser Enderhaken. Das sind halt coole... coole Moves, wollte ich sagen. Muss ich das Ding... Also muss ich... Ah, okay. Gerade gedacht. Ganz übersehen. Das war es wahrscheinlich auch gleich, oder? Oh, ein großer. Schnell wechseln. Eigentlich ist es cooler, ihn... Hä? Warum konnte ich ihn jetzt so tauen? Das ist komisch. Und tschüss. Ich sollte auch überlegen, ob ich da vielleicht mehr Bomben einsetze. Ich meine, der braucht eine Weile und mit der Bombe schaut direkt kaputt. Aber jetzt habe ich 3, also ist es natürlich klar, dass ich keine einsetze. Sondern, dass ich da lieber spare für Gegner, wo die Bombe mehr bringt. Ich schon wieder übersehen, oder was? Oder kommt es erst später? Ah, okay. Ich habe es echt wieder übersehen, krass. Aber ich meine, ich hätte sowieso nicht gezogen, weil solange noch Gegner kommen, bringt es eigentlich nichts. Brauchen wir wahrscheinlich zu lange. Okay, also bisher ist das auf jeden Fall das Längste. So, aber wir haben es geöffnet. Das heißt, es fehlt nur noch der Weg zum zu diesem Purge-Dingsbums da. Das hier, ja. Das Twitter, das Twitter-Vögelchen. Das Letzte, was uns tatsächlich noch fehlt. Ich glaube, dass da auch noch tatsächlich das Finale kommt. Ich glaube, der Joffreya wird wahrscheinlich der Oberbösewicht ganz am Ende sein. Kann ich mir eigentlich fast schon anders vorstellen. So, okay, wir brauchen einen Schlüssel oder einen anderen Weg da rein. Ah, hier kommen wir auf jeden Fall rein. Ich guck mal nochmal hier kurz um, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Aber da kommen wir rein mit dem Enderhaken. Das können wir auf jeden Fall zerstören. Und dann sollten wir vielleicht ein bisschen danach, also wenn wir hier fertig sind, die Karte entlang laufen und gucken. Weil es gibt vielleicht noch mehr Stellen, wo man mit dem Enderhaken das kaputt machen kann.
Aber auf der anderen Seite, vielleicht sollten wir noch auf das vierte Upgrade warten, wer weiß. Sieht nach Regen aus. Corey, ich bin so froh, dass du ein Signal bekommen hast. Christofferson, komm zur Hilfe. Ich gehe zum Friedhof, um Draco zu stellen. Klingt gefährlich. Aber auch nach einer Chance. Wir müssen kaltes Eisen für die Nexus-Geräte beschaffen. Wenn du schon da bist, grab ein paar Psychnägel aus. Na klar. Okay, zwei Dinge. A, was ist kaltes Eisen? Und B, warum haben wir nicht auch Nägel aus dem Baumarkt geholt? Kaltes Eisen ist im Grunde gewöhnliches Schmiedeeisen oder Stahl, je nachdem, wen man fragt. Aber die Quelle ist wichtig. Der Verbannungszauber in deinem Grimoire verlangt nach Eisen aus einer Schmiede in der Stadt, das zu einer bestimmten Zeit in der Geschichte hergestellt wurde. Okay. Da wir die Daten dieser Gräber kennen, wissen wir, dass das Eisen echt ist. Wir brauchen vielleicht Nägel für 8 Särge. Oh, Grabräuberei ist also moralisch vertretbarer als ein Einbruch in ein Museum oder so. Ganz und gar nicht, aber zumindest ist es weniger wahrscheinlich, dass dies die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Du kannst Vampire erstechen. Willst du einen Polizisten erstechen? Zeige mir einen Kapitalisten und ich zeige dir einen Blutsauger. Shots fired, ey Leute. Zeige mir einen Kapitalist. Okay, Grabräuberei. Ich meine, im Prinzip ist es schon kranker Scheiß, Grabräuberei, aber in Spielen ist das echt absolut Standard. Stellt euch mal vor, das in echt zu machen, einfach auf den Friedhof gehen und die Gräber zu plündern. Aber hier ist das natürlich das Normalste der Welt. Komme ich da rein? Oh ja. Das ist so eine Art Krypta bestimmt. Ich komme, glaube ich, auch darüber. Die Frage ist, gehe ich jetzt erst darüber oder gehe ich jetzt erst in die Krypta? Tendenziell komme ich vielleicht nicht zurück, gell? Lass uns erstmal hier reingehen. Oh, die Karte des Friedhofs. Old Pine Cemetery. Okay, der ist ordentlich groß. Da ist dieses, hier ist dieses, wahrscheinlich dieses große Herrenhaus, wo dann am Ende vielleicht eine Kapelle oder eine Kirche oder so. Wo dann vielleicht am Ende Dragoa auf uns wartet. Wer kennt's nicht? In der ganzen Innerkrypta, da. Oh krass, das ist schon so ein Nagel. Erstmal irgendwelche Stachel fallen. Hol die Nägel. Auf diesem Friedhof gibt es mehrere Gräber aus dem 19. Jahrhundert. Wenn du alle 8 findest, haben wir alles, was wir brauchen. Zeit für die Drecksarbeit. Als du Psychnägel erwähnt hast, habe ich mir was anderes vorgestellt. Okay, ist das auch im Inventar? Ja, das ist das Letzte, was uns hier fehlt. Oh, das wird bestimmt cool, wenn wir dann diesen Bandkreis aufbauen. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, guck mal. Keine Ahnung, wie ich jetzt zurückkommen würde. Oh, die sind echt fies, ey. Finde ich fast die härtesten Gegner. Weil das die sind, finde ich die mal mit am wenigsten. Also ich weiß ja ganz genau, was die machen. Aber diese Zeit, wenn die herkommen und bis sie zuschlagen, die ist so kurz. Also da vergeht praktisch so gut wie gar keine Zeit. Und das macht es, finde ich, echt ein bisschen schwer. Bist du noch? Finde ich auch geil, dass es aus der Nähe nicht funktioniert. Dass es ein bisschen Abstand braucht. Aha. Ding, ding, ding. 4 Wege. Nach oben, ne? Da brauche ich einen Schlüssel. Okay, wo gehen wir zuerst hin? Unten oder links? Eigentlich fast unten, oder? Weil unten kommen wir irgendwie raus. Vielleicht finden wir da einen Schlüssel oder so. Brauchen natürlich irgendwas, was wir draufstellen, aber das haben wir ja. Ah, das geht bestimmt auch nicht. Das ist auch ein Schlüssel, oder? Doch, das geht. Okay. Hm. Habe ich gerade schon getestet, gell? Muss ich jetzt echt alle Gräber aufmachen? Seymour Butts. Amanda Hugginkiss. Wahrscheinlich... Oh, krass. Wahrscheinlich sollten mir die meisten hier was sagen, aber keine Ahnung. Igor DePino. Lee V. Mediately. Was, leave me, oder was, ja, leave me immediately. Okay, das habe ich kapiert. Ist das andere auch so?
I got a pin. Oh, okay, das check ich auf jeden Fall nicht. Ich lese das nochmal. A man. The. A man the hug and kiss. Ah, a man the hug and kiss. Ja, okay. Und. Say more boots. Okay, das kapiere ich auf jeden Fall nicht. Aber es sind so kleine Wortspielchen auf jeden Fall. So viel ist mal klar. Okay, ich bringe die hoch. Keine Ahnung, warum ich mehr als eins brauche. Vielleicht müssen die auch alle drei oder alle vier sogar verbunden sein damit. Weil ich sehe ja diesen Strahl in die Mitte. Ah, nee, guck mal. Das sind Verbindungen nach oben. Das heißt, man braucht auf jeden Fall alle, müssen alle an sein. Das obere, das untere, das rechte und das linke. Aber hier gibt es bestimmt auch noch einen Zeignagel, oder? Hier gibt es doch bestimmt noch vielleicht auch eine Krypta. Der hier ist zu schmutzig zum Lesen. Wörtlich, nicht im übertragenen Sinne. I'm a dope. Stupid idiot. Red herring. Ian Payne. Ian Payne! Ian Payne ist der Dings, wie heißt er? Der Henker. Ne, Ilin Payne heißt er, nicht Ian Payne. Der Henker von Game of Thrones. Okay, dann ist doch wahrscheinlich nicht der. Kannst vergessen, das sieht doch aus, als könnte man da graben. So. IP freely. IP freely. Okay, das ist der Schlüssel, sehr gut. Das heißt, wir können hier unten aufmachen, oder? Das ist bestimmt von hier, ja. Die nerven mich, weil der Boden so ein bisschen wackelt. Is he that yet? Is it that yet? Okay. Alcoholic. Is it that yet? Heywood. Yes, was? Hey, would ya spank me? Okay. Hey, would you spank me? Shuck strap. Okay, das kapiere ich auch nur so mittel. Nicht so wirklich. Hier gibt es auch nochmal so einen Brief. Wobei ich sagen muss, dass die also so eine Seite fürs Grimoire, da hätte ich mir auf jeden Fall mehr erhofft, muss ich sagen. Die finde ich echt ein bisschen enttäuschend. Oh krass, das sind kleine. Hä? Lass uns gleich mal testen, ob das Verbindungen hin und her sind. Also wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich dann aus dem unteren. Nee, klar, natürlich nicht. Natürlich nicht. I'm a goner. Was passiert, wenn ich das mache? Komme ich dann ganz unten raus? Ah, das ist hier. So, was haben wir denn da? Neuer Artikel. Ein Rezept. Obladensuppe. Abendmahls-Obladen. 230 ml roter Traubensaft oder Weihwasser. Koscheres Salz. Traubensaft und Weihwasser in einem mittelgroßen Topf zum Kochen bringen. Dann eine Tasse Abendmahls-Obladen und eine Prise Salz nach Geschmack hinzufügen. Die Suppe 7 Minuten lang kochen lassen. Vom Herd nehmen und mit zusätzlichen Obladen garnieren. Irgendwie, also ich, bei dem Rezept, ich weiß nicht, könnte es echt ein Rezept sein? Ist das irgendein Gag? Ich verstehe es nicht genau. Okay, gucken wir hier mal noch rein, da waren wir noch nicht drin. Und hier waren wir auch noch nicht drin. Das bringt mich hier rein, okay, das heißt nur das eine. Führt mich rüber. Und das führt es auch, oh. Da, diese Dinger da. Das spielt das Spiel doch bestimmt auch noch eine Rolle hier. Komm ich da weiter? Nee, gell? Das muss ich von der anderen Seite öffnen. Ich muss unterirdisch da irgendwie ran. Aber ich glaube, dass dieser... Also dieses Haus, dieser Raum, dieses Gebäude, dass das schon noch eine wichtige Rolle spielt. Okay, rechte Seite. Gibt bestimmt überall so eins, oder? So ein Teil, das wir schieben können. Das muss das hier eigentlich sein, fast. Lass uns kurz auf die Karte schauen.
Okay. Ich meine, ich guck mal, wie schnell die einfach dann hauen. Die laufen und dann macht's zack. Ich kann das überhaupt nicht dodgen. Also der Schlag spielt zu schnell. Ich muss da spekulieren, auf jeden Fall. Ich muss spekulieren, sagen, okay, jetzt machen sie es. Und sie machen es dann... Und sie machen es dann halt auch wirklich nur, wenn sie diese Entfernung haben. Sonst machen sie es nämlich gar nicht. So, wenn ich mich davor wegrolle und versuche auszuweichen. Ich mache das ein bisschen zu früh, greifen sie gar nicht an. Aber so ist es eigentlich leicht, ich weiß. Mit Schild ist das halt echt leicht. Uff. Hä, hey, was ist das? Hallo? What? Was war das? Nein. Alter, come on. Aber ich hab die Nägel. Sag mir bitte, ich hab die Nägel. Ja, ich hab die Nägel. Lol, wie gemein war denn das gerade? Ah, die leben jetzt alle wieder, gell? Das war ein Bug, oder? Weil man hat mich in dieser Zwischen... Genau jetzt, guck mal, jetzt bin ich nämlich nicht da. Hä, ist der jetzt weg? Ah, nee. Weil ich war nämlich einmal in der Zwischensequenz und ich war, bin aber noch gelaufen, hab aber von beiden Schaden gekriegt. Und das dann plötzlich gleichzeitig. Boah, das ist doch richtig fies. Zum Glück habe ich das auf Video, sonst hätte der gesagt, stimmt nicht. Jetzt muss ich die natürlich aber wieder alle bekämpfen. Ja. Ich glaube, dieses Mal gehe ich aber erst einen anderen Weg. Das wird wahrscheinlich eh zusammen, gell? Das ist wahrscheinlich hier. Hahaha. Der kann echt gar nichts. Diese älteren Vampire, die sind echt traurig. Oh. Ah, okay. 4 Stück. Puh. Puh, da müssen wir einiges anmachen. Ihr ist auf jeden Fall zu. Hä? Kommt der denn jetzt plötzlich her? Oder war das... Ah, das war der obere wahrscheinlich. Okay, 4 Kerzen müssen wir anmachen. Das sind viele Kerzen. Da ist noch eine. Könnte noch ein Nagel sein. Nö. Aber Essen ist auch gut. Nummer 2. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen, gell? Da bin ich einfach vorbeigelaufen. Krass, der dritte Schlag, wie viel Damage der macht. Ich habe den einen habe ich ja zweimal getroffen, den dritten habe ich nur einmal mit dem dritten Schlag getroffen. Und das macht einfach zack. Das ist so, also die älteren Vampire, das meine ich, die sind echt eine Enttäuschung. Das sind die echt härter. Nummer 3 von 4. Gibt es hier noch irgendwas anderes, ist die Frage. Ich meine, ich komme ja nicht in das Gebäude rein. Ich glaube, das muss also unterirdisch sein. Unterirdischer Zugang. Und Nummer 4. Nein, wie mich trifft. Ich dachte, ich bin schneller. Okay, und da gibt es noch einen Nagel, wie es aussieht. Ist Nummer 6, oder? 6 von 8. Am I right? Am I right? Ah, am I right? Wie lange sie dafür gebraucht haben, frage ich mich. Saßen sie bestimmt dran, haben sich gedacht, was schreiben wir denn auf die Grabsteine? Weil das ist ganz oft in Spielen so, dass da irgendein Scheiß dran steht. Dass sich da, was weiß ich, manche Entwickler verewigt oder irgendwelche komischen Witze stehen. Das hat ja fast so sowas wie Tradition. Muss man sich natürlich schon überlegen, hey, was mache ich da hin, was ist da cool. Okay, Nummer 3 von 4. Ich teste jetzt mal, ich gehe jetzt einfach mal kurz in das, an das obere ran. Oh, guck mal, das ist auch irgendwie verbunden. Ob das jetzt aufgeht, ja. Aber ich komme nicht durch. Kann mich nicht durchbacken, schade. Schade. Okay, was muss ich hier machen? Ich muss das irgendwie...
Ah, ich muss das zusammenschieben. Guck mal. Also ich muss die Dinger hier zusammenschieben, aber ich kann die... Ah, doch, kann ich. Hä, aber die müssen doch einfach nur zusammen, oder nicht? Hä? Ich meine, ich kann die aneinander vorbeischieben. Probieren wir das mal, ob das irgendwas bringt. Ich glaube jetzt eher nicht, aber... Ich meine, das ist das Einzige, was ich noch... Die einzige Idee, die ich noch habe, dass man das irgendwie tauschen muss. Oh, das soll ich es erstmal... Ich lasse es mal stehen. Gucken wir es uns erstmal an. Da gibt es ja bestimmt irgendeinen Hinweis, bevor wir hier jetzt ewig rumschieben und nachher ist Quatsch. Hey, ist der Gant... Ich wollte gerade sagen, ist der Quad Gant kaputt gegangen? Lass uns kurz die Karte nochmal checken. Okay, der Bereich ist auf jeden Fall nicht so groß. My Crotch. I need a shovel. Da ist doch eine, nimm doch die. Abby Normal. Oliver Glowsoff. Was? Glowsoff? Glowsoff. Oliver Glowsoff. Isabel Ringing. Isabel Ringing. Okay, das kapiere ich. Aber was war das? Glowsoff. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ari Wunsbugos. Huge Ass. Oh Mann. My Enormous Butt. My Enormous Butt, okay. Lee Key Bum. Like your bum, okay. Ivana Tinkle. I wanna tinkle. Wahrscheinlich, oder? True P. Wiener. Okay, so, ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das waren alle Gräber. Gehen wir mal hier rein. Gehen wir vielleicht doch nicht hier rein. Aber, also, ich meine, irgendwie... Unten gibt es noch was? Nee. Vielleicht muss ich doch hier das einfach richtig verbinden. Schiebe ich es doch nochmal hoch. Aber oben kommt es ja auf jeden Fall nicht zusammen, oder? Wir hätten es auch oben andersrum hinbauen können, ne? Oder müssen die hier irgendwie an die Ecke? Kann das sein? Nee, das kann doch nicht sein, oder? Das ist doch alles komisch. Das ist Nummer 7 von 8. Ich frage mich, ob einer, also ob wir einen übersehen haben oder ob einer noch kommt. Ich meine, ich komme hier nicht rein. Das heißt, ich muss das Rätsel so lösen. Hier gibt es auch nichts anderes mehr. Warte, sind da die Gräber beschrieben? Hier ist auf jeden Fall eins. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich auch einfach ein ganz normales Grab, oder nicht? Welches sollte das sein? Okay, ich schieb's jetzt einfach mal andersrum zusammen. Und zwar unten. Ich glaube zwar nicht, dass es Sinn macht. Nee, das macht. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht. Ich glaube, ich denke hier falsch. Vielleicht muss ich irgendwas mit dem Schatten machen oder so. Also ich meine, man sieht ja auch deutlich diesen Schatten. Ich hätte jetzt gesagt, das muss auf jeden Fall irgendwie andersrum. Ich mach mal das oben rein. Ich meine, so zusammenschieben hat ja auf jeden Fall auch nicht funktioniert. Oder muss ich es ganz in der Ecke zusammenschieben? Sieht ja eigentlich so richtig aus. Ah, lol. Na klar, ich muss einfach das Licht hier ausmachen. Mit dem Schatten. Okay. Okay. Eigentlich keine obvious, aber... Da habe ich ein bisschen gebraucht. Das war mir nicht direkt klar. Hallo nehmen. Hallo. Dieses Greifen ist irgendwie ein bisschen
komisch. Das reagiert nicht die ganze nicht. Nur manchmal irgendwie. Okay, perfekt. Und damit haben wir das letzte Tor, beziehungsweise das, ja, das Tor nach oben geöffnet, wo wir hin müssen. Uns fehlt noch ein Nagel. Kann es sein, dass wir den tatsächlich noch irgendwie holen müssen. Aber ansonsten geht es jetzt nach oben und vielleicht stellen wir tatsächlich bald Dragur. Da bin ich echt mal gespannt, ob da in der nächsten Folge schon rund geht. So, vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.